Dann habe ich erstmal eine Stunde Schnee geschippt, damit die Ballwand frei von Eis und von Schnee ist. Und dann habe ich 2 Stunden gegen die Ballwand gekloppt, wie ein Wahnsinniger. Was geht ab, lieber Tennisfreund? Du bist wieder bei meintennisgame.de. Mein Name ist Markus und im heutigen Video möchte ich über ein ganz wichtiges Thema sprechen, nämlich, welche Eigenschaft brauchst du als Tennisspieler, um wirklich sehr, sehr, sehr erfolgreich zu werden. Also nicht nur Club-Level sehr gut, sondern darüber hinaus Leistungssport, Hochleistungssport, Endlevel, Profi-Level. Welche Eigenschaft brauchst du? Let's go! Ja, bevor es losgeht, bitte abonnieren, Glocke aktivieren. Ich sag's immer wieder, deswegen sage ich es jetzt zum letzten Mal. Also bitte. So, wir haben jetzt Ende November und es waren über Nacht Minusgrade. Und ich habe trotzdem Tennis gespielt am nächsten Tag. Der Platz sieht aus wie ein Schlachtfeld jetzt. Hier mal ein paar Eindrücke, wie das Ganze vonstatten ging. Ja, du kannst also sehen, das Ganze war nicht sehr angenehm zu spielen. Ständig sind Bälle versprungen, man konnte nicht richtig laufen. Unterm Schuh hatte man so eine richtige Matschschicht. Es fühlte sich, wie gesagt, an wie so ein kleiner Hundehaufen, auf den man getreten ist und der einfach nicht vom Schuh wegging. So sehen die Bälle aus. Vollkommen zerstört. Mit Wasser vollgesogen, total schwer. So sieht der Schläger aus. Alles voller Matsch. So sehen die Schuhe aus. Also man hatte so eine richtige fette Schicht unterm Schuh. So, jetzt will ich nochmal den Platz zeigen, der wahrscheinlich das letzte Mal dieses Jahr bespielt wurde. Wir haben dann am Ende den Platz noch gemacht, die Steine auf die Linien gelegt und haben den Platz quasi zu Grabe getragen für diese Saison. Aber warum erwähne ich das? Ich erwähne das deshalb, ich bin der Einzige auf der Anlage mit meinem Partner. Und ich frage mich, where are the kids? Denn, und jetzt kommen wir zum Hauptthema, was ist es denn, was du brauchst, um wirklich das Level zu erreichen, was nur wenige erreichen? Du brauchst ein bisschen Wahnsinn. Du brauchst aber vor allem Leidensfähigkeit. Du musst das Leiden lieben lernen. Der Satz ist nicht von mir, sondern von Rafa, der gesagt hat, wenn du das nicht kannst, wenn du diese Eigenschaft nicht hast, dann hast du im Hochleistungssport, im Weltklasse-Tennis nichts verloren. Und wer kann das besser beurteilen als er? So viele Verletzungen gehabt, so viele Rückschläge erlitten und immer wieder als Gladiator zurückgekommen und also man kann sich das nicht vorstellen, wie oft der eigentlich rausgenommen wurde durch Verletzungen und wie er dann als Held wie Phönix aus der Asche zurückgekommen ist. Das ist Wahnsinn. Und das kannst du nur, wenn du einen ungeheuren Ehrgeiz hast, eine ungeheure Liebe für den Sport, aber auch, wenn du diese Leidensfähigkeit besitzt, wenn du wirklich gegen dich selbst arbeiten liebst. Wie viele Kids von heute können denn noch den inneren Schweinehund überwinden? Also es gibt ein paar so, aber dieses fanatische an sich arbeiten, dieses fast wahnsinnige sich quälen und es muss manchmal auch wehtun. Das ist so. Im Profi-Hochleistungssport muss es auch wehtun. Du musst bereit sein, deine Schmerzgrenze auszutesten und darüber hinaus zu gehen. Wenn du das nicht kannst, wenn du dazu nicht bereit bist, dann hast du im Profisport, im Hochleistungssport nichts, aber auch gar nichts zu suchen. Denn es gibt, guck mal, wie viele Milliarden Menschen es auf der Welt gibt. Und da wird es welche geben, die kommen aus dem Dreck. Die haben nichts. Für die ist Tennis oder Sport das einzige Mittel, der einzige Weg nach draußen, an die Sonne, ins Licht. Ja, Djokovic ist auch so ein Typ, kam aus dem Nichts, hat sich alles selber hat gelitten, ja, ohne Ende und hat alles gegeben. Seine Eltern haben bei irgendwelchen kriminellen Mafiosis Geld aufgenommen, weil es der einzige Weg war. Es war die einzige Chance, sozusagen aus dem Nichts ins Licht zu gelangen und durch diesen Sport was zu erreichen und sich etwas zu erarbeiten, worauf man später dann auch sein Leben gründen kann. Ich möchte einfach, ich weiß, dass die ältere Generation und du, der jetzt zuguckt, du bist mit Verlaub und mit allem Respekt wahrscheinlich schon etwas älter, weil meine Zuseher hier auf YouTube, die sind nicht unter 18, sondern da geht es von 18 bis 35 sind 40% und ab 35 bis 70 ist meine Zuseherschaft hier. Und du bist wahrscheinlich einer so um die 40, 50 Jahre alt oder eine Dame. Und diese Generation hat noch einen anderen Wertekatalog. Du bist aufgewachsen mit den Werten,
man muss noch was leisten, bevor man sich etwas gönnen kann. Ja, ich sehe einfach bei der heutigen Jugend, und ich meine das überhaupt nicht böse, und ich will auch nicht sagen, ja, früher war alles besser und wir haben noch viel mehr gemacht. Nein, will ich nicht sagen. Die haben bestimmt andere Qualitäten, die Jugend von heute. Ja, die Jugend von heute. Aber die Jugend von heute, die hat einfach keine Leidensfähigkeit mehr. Was machen die denn? Also ich sehe wenige, die bei Minusgraden auf den Platz gehen würden. Ich habe früher ungelogen als 13-Jähriger, 14-Jähriger, ich bin raus an die Ballwand gefahren. Damals hat es noch geschneit, da lag ein halben Meter Schnee. Ich habe eine verdammte Schneeschaufel auf dem Fahrrad geschleppt. Wie lange war ich unterwegs? Eine halbe Stunde war ich mit dem Fahrrad und Schneeschaufel unterwegs. Habe die irgendwie transportiert. So, eine Hand hier Schneeschaufel, mit der anderen gelenkt. Meine Eltern dachten so, bist du geistig zu, was ist los mit dir, Junge? Und ich sag, ich muss an die Ballwand. Dann habe ich erstmal eine Stunde Schnee geschippt, damit die Ballwand frei von Eis und von Schnee ist. Und dann habe ich 2 Stunden gegen die Ballwand gekloppt, wie ein Wahnsinniger. Ja? Was ist aus mir geworden? Nichts. Aber egal, ich habe das meiste aus mir rausgepresst. Ja? Ich bin ein solider Spieler geworden und ich kann mir nichts vorwerfen. Ich kann in den Spiegel gucken und kann sagen, ich habe alles gegeben. Ja, es sind natürlich bei mir andere Defizite, warum es nicht mit der Profikarriere geklappt hat. Ja, aber am Ende des Tages habe ich alles, was ich an Liebe, Leidenschaft und Leidensfähigkeit für diesen Sport übrig hatte, habe ich reingesteckt. Und ich sehe das einfach, ich wünsche mir so sehr, dass das bei der Jugend eben teilweise noch vorhanden ist. Und ich glaube auch, und das glaube ich fest, dass das ein Hauptgrund ist, warum aus Deutschland keine krassen, überkrassen Spieler mehr kommen. Du kriegst mit 12, 13, 14 Jahren, wenn du gut bist, kriegst du irgendeinen Sponsorvertrag, du wirst weichgespült, dir wird erzählt, wie krass du bist, wie gut du bist. Du hast doch nichts erreicht. Du hast nichts erreicht, du kannst nichts, du hast keine Turniere gewonnen. Also vielleicht hast du Turniere gewonnen, okay, aber zwischen Jugendtennis und Herrentennis, da gibt es einen Universumunterschied. Nummer 1 der Welt in der Jugend. Er hat nichts gerissen bei den Herren. Er war 200 der Welt für ein Jahr oder was. Das ist nichts. Das kann also nicht jeder schaffen. Also im Prinzip kann es fast jeder schaffen. 300, 400 der Welt kannst du mit ganz viel Fleiß, Arbeit und Tun und so. Und ohne Talent kannst du schaffen. Es ist einfach einen riesengroßen Unterschied gibt zwischen Jugendtennis und Herrentennis. Und vor allem der ATP-Tour. Ja, da kannst du nicht einfach mit deinem Wohlfühl, ich war Nummer 1 der Welt, da kannst du da nicht hin. Das ist ein anderes Tennis. Da wird jeder weggebissen. Das ist ein Haifischbecken. Und damit du da überlebst, musst du dir vorher schon, und das ist das Wichtige, musst du dir vorher schon in der Jugend diese Härte erarbeiten. Du musst hart gegen dich selbst sein. Bei allem, ob es ums Techniktraining geht, dass du dir wirklich immer wieder, ich spiele jetzt so, damit die Technik sitzt. Ob es Konditraining ist, bis du kotzen musst und dann darüber hinaus. Ob es mentales Training ist, dass du dir vornimmst, heute vielleicht mal nicht auszurasten. Das ist übrigens auch meine riesengroße Schwäche. Ich schaffe es so selten, mit mir im Reinen zu sein, wenn ich Tennis spiele. Ich komme immer wieder dahin, dass ich mich selber töten könnte, weil ich merke, dass mein Potenzial heute auf der Strecke liegen bleibt. Und ich weiß eigentlich, wie gut ich sein könnte. Du kennst das, wem erzähle ich's. Diese Härte, diese Disziplin, die man lernen muss, und das kann man alles lernen, das fehlt in der Jugend. Und das ist die Eigenschaft, diese Leidensfähigkeit, das zu lieben, an sich zu arbeiten. Das, was man nicht kann, zu beackern. Wenn du das nicht in dir hast, wenn du das nicht leisten willst, go home, dann hast du nichts im Hochleistungssport und im Profisport verloren. Und das ist mein Appell an die Jugend, auch an meine Kids. Wenn du was leisten willst, dann muss ich dich hier auf dem Nachbarplatz sehen. Es kann nicht sein, dass der Trainer hier spielt wie ein Wahnsinniger und die Schüler alle zu Hause sind und Fernsehen glotzen. Oder was weiß ich, was die machen. War das zu hart jetzt? Ich weiß es nicht. Ich meine es auch nicht böse. Es soll nur motivieren und es soll dich motivieren, dass auch du, weil so viele Leute schreiben mich an und rufen und ich führe so viele Gespräche und ich feiere das so, dass so viele von euch, die jetzt hier zugucken, so leidenschaftlich noch sind für diesen Sport, dass sie mit Anfang, Ende 50, Anfang 60, ich habe auch einen 70-Jährigen betreut im Taktiktraining, dass die sagen, ey, Markus, Ich spüre, da ist noch mehr und ich kann noch mehr. Und das ist so geil. Und ich wünsche mir so sehr, dass die Kids das auch haben. Weil es gibt doch nichts Schöneres, als zu sehen, wie ein Jugendlicher, wie ein Kind sich entwickelt und in allen Bereichen des Lebens, also vor allem eben auch dann auch im Tennis, weil es ist ja, greift ja alles ineinander. Tennis ist nicht nur Sport, Tennis ist die Gesamtentwicklung als Mensch. Wie sich das alles verbessert und wie man merkt, dass die nach und nach ihr Potenzial ausschöpfen. Das ist die Erfüllung überhaupt, die man als Trainer, als Mentor oder wie man auch immer den da bezeichnet, der die Kids betreut, haben kann.
Ja, und das ist die Message des Tages. Lerne zu lieben, zu leiden. Das ist die Message. Und ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Du teilst das Video, du kommentierst es und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao, Markus von My Tennis Game.